gesagt, dass du noch denselben Com-Kanal verwendest. Ich höre euch! Du kommst gerade recht. Ich weiß nicht, wie lange ich noch... Keine Zeit, General. Was ist das für ein Ding? Keine Ahnung, aber es ist groß. Gut beobachtet für einen Blinden. Und wie kann ich es töten? Ich weiß nicht, ob du das überhaupt kannst. Ah ja. Das ist natürlich die beste Einstellung hier für sowas. Oh. Nein. Okay, meine Lebenspunkte regenerieren sich relativ gut. Boah, ist der groß. Ein bisschen hier. Also ein bisschen was machen kann ich schon. Nicht viel. Ah, das muss ich irgendwie noch... Puh, das war jetzt gut. Oh, es war mir nicht klar, dass der jetzt da so zuschlägt. Aber hier so ein bisschen... Ich müsste eigentlich auf seine Fesseln schlagen. Das wäre doch richtig... Ich verfolge den Baron. Er ist zu wichtig, um ihn entkommen zu lassen. Ja, das ist eine gute... Hier, mit den Dingern. Versuch, diese Handfesseln aufzuladen. Versetz ihm einen ordentlichen Schock. Das ist eine gute Idee. Ja, und jetzt hier. Ja, ich schieb schon. Ich schieb schon. Oh, cool. Da war es nur noch eine Hand. So, nochmal. Okay, dann wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Ah. Ist ganz schön schnell, der gute Kollege. Du musst beide Hände erwischen. Ja, ich weiß. Mach mal keinen Stress hier. Oh, 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 oh. Magst du nicht mal deine Hand irgendwo? Genau. So, lass mich da jetzt mal vielleicht mal raus. Dann mache ich es einfach so. Ja. Ich weiß. Stress mich nicht. Ich muss da erstmal hinkommen. Die Kamera lässt mich nicht. Irgendwie komme ich da gar nicht weiter nach dort. Seht ihr das? Ich kann mich gar nicht weiter nach dort dort hinsetzen. Ja, brüll. Schrei mich nicht so an. So, und jetzt volle Blitzer-Action. Volle Möhre. Ja. Jetzt. Jetzt. Schneller. Baby, bis der Daumen brennt. Okay. Das sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Jetzt hast du noch so eine nette Kette um den Hals. Hat der einen fiesen Atem, ey. Ja, wo soll ich den hinziehen? Der wehrt sich jetzt nur so ein bisschen. Dass ich ihn einfach weiter nach unten ziehe. Na. Runter mit dir. Genau. Du hast ihn verletzt oder verärgert. Wie auch immer, mach weiter so. Oh nein, jetzt die ganze Geschichte von vorne. Wurde alles jetzt ganz kaputt gemacht. Ich glaube, die Chance besteht, dass wir da nochmal irgendwie den festmachen können. Jetzt muss ich einfach nur so ein bisschen seinen Händen ausweichen, solange bis er so einen kräftigen Schlag macht. Ist auch lustig, wie er winkt. Hallo! So. So wird das nix. Gut ausgewichen mal wieder. Oh, da... Naja. Hat mich trotzdem nicht erwischt. Da ist das Spiel sehr... freundlich. Haben wir es jetzt bald mal. Genug getanzt. Dann grill ich dich einfach noch so ein bisschen. Vermutlich... ist der gelbe Lebensbalken auch noch seine weiteren Lebenspunkte, die dann auch noch da sind.
Weil sonst wären die ja nämlich rot. Also das wäre jetzt ganz weg. Ja, solange ich noch Power habe hier, kann ich so ein bisschen auf ihn einblitzen. Oh. Okay, Nummer 1. Naja, ich bin schon dabei. Bin schon dabei. Du könntest mir auch helfen. Weißt du, nur weil du die letzten 7 Tage hier in dieser blöden Arena gekämpft hast, heißt es nicht, dass du dich jetzt einfach ausruhen kannst. Kota. Gegen Kleinvieh überlebe ich auch 7 Tage lang. Aber gegen so ein Monster, das musst du erstmal aushalten. Ah ja, cool. Ach, jetzt visiert er den gar nicht automatisch an. Ja, der muss halt nur wieder, ne, so ein bisschen auf mich zukommen, sozusagen. So. Oh, da hat er mich ja gut abgeräumt. Also ich komme da jetzt auch überhaupt nicht raus, wenn er mich so platt gewalzt hat, klar. Aber seine... Na? Muss nur mal, nur noch, also viel hält er nicht, braucht dieses Blitzteil nicht mehr, dann habe ich es auf jeden Fall. Da hätte ich ihn auch wenigstens, also ich habe ihn irgendwie getroffen. Hat man oben gerade gesehen, an seinem Lebensbalken. So. So, jetzt aber. Ja, ja, bin schon dran. Jetzt ballern wir die da oben noch hin. So. Also dafür war auch der letzte Teil bekannt, dass einige Bosskämpfe wahnsinnig lange dauerten. Mann, hat der schlechte Laune. Und einen Atem. Hey, wie wär's mit dem Tic-Tac? Nein? So, komm mal her. Wieso kann ich den jetzt nicht nehmen? Da, geht doch. So, nein, 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 andere Richtung. Ja, versuch's nicht mal. Nein, 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 wieder andere Richtung. Ich will, dass du jetzt richtig einen auf den Sack bekommst. Oh. Na, was wird das hier? Vergiss es. So, zack. Uhuhu. Oh, jetzt aber schneiden wir ihm hier ein neues Muster rein. Schauen wir mal, was er davon hält. So gut findet er das, glaube ich, nicht. Also irgendwie funktioniert das nicht. Das ist aber schlecht jetzt. Dann sind wir wieder unten, ne? Das war jetzt aber blöd. Irgendwie hat das jetzt nicht funktioniert. Hoffentlich muss ich jetzt nicht nochmal alles von vorne machen. Schauen wir mal. So. Wenn das jetzt so wirklich der Schlussmove ist, kann das jetzt sein, dass wir das jetzt wirklich alles in einem durchmachen müssen. Jetzt müsste ich die andere Hand auch gleich fesseln können. So, genau. Das ist wirklich der Schlussmove. Müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht genau, warum das nicht gerade nicht geklappt hat. Ich habe eigentlich den linken Controller richtig benutzt. Nach unten und dann immer den Y gedrückt halten. Oder immer wieder raufdrücken letztendlich. Das hat aber irgendwie nichts gebracht. Also... Kollege Gork. Gorok. Schau mal hier. So, nehmen wir uns einmal die Richtung vor. Ja, ein bisschen nach B. Ja, vielleicht. Ja, hier noch so ein bisschen. Bisschen nach X. Oh, so, und eine Runde haben wir noch. Eine Runde haben wir noch. So, einmal den A. Okay, und jetzt geht's ran. Na, vergiss es. Wir können auch gerne nochmal X'en. Okay. Ein beherzter Sprung. Ein neuer Versuch. Rauf geht's. So. Und X immer drücken. Okay. Ah ja. So hat's dann doch geklappt. Au. Ja, das ist schmerzhaft. Direkt da oben, wo man eigentlich eine Wunde hat. Das wollte ich schon sagen, jetzt haut er sich selbst auf den Schädel. Schauen, dass wir jetzt hier wegkommen. No. Au. Aber einen echten Jedi kann das nicht abschrecken.
Wie viel Power hat denn der noch? Okay, ich glaube, jetzt zerlegt er gleich die Arena hier. Die Leute sollten sich allmählich in Sicherheit bringen. Klettert er denn jetzt hin? So viel zum Thema Zahnarzt. Da müssen wir vielleicht noch eine persönliche Zahnbehandlung machen. Wir müssen es außer Gefecht setzen. Wie? Das ist eine hängende Stadt. Sieh mal, was du mit den Pfeilern machen kannst. Aber dann würde hier doch alles einstürzen. Hast du eine bessere Idee? Im Moment nicht. Ja, dann. Hi Leute, keine Zeit. Muss ein paar. Oh, 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 oh. Nein, vergiss es. Nimm mal deine Hand da weg. Danke. Ach, da komme ich gar nicht durch. Dann nehmen wir mal den Pfeiler jetzt noch hier. Ach so, jetzt muss ich das hier alles abräumen, durch ihn abräumen lassen. Schau mal, hier ist noch ein Pfeiler. Versuch den mal Platz zu machen. Burg. Ja. Bin schon dran. Also die selber kriege ich nicht kaputt. Er hält sich da auch nur dran fest. Ich bin relativ sicher auf der Seite. Da passiert mir auch nicht wirklich was, aber da kann ich ihn einfach kaputt blitzen. Natürlich auch eine Technik. Die hatten, glaube ich, irgendwie was anderes vor. Heißt das so viel, ich soll da hinten durch? Muss ich gar nicht. Ich kann dich auch hier weiter ausschalten. Mit viel Geduld. Dann komme ich doch lang. Probieren wir es einfach mal. Gehen wir vielleicht auf die andere Seite. Komme ich da lang? Nee, das sah nur so aus. Ja, ja, ich weiß schon, Gorok. Du magst mich nicht, ich mag dich auch nicht. Wir müssen uns nicht unbedingt sympathisch sein. Aber ich komme hier gar nicht weg. Das ist die einzige Stelle, wo ich hier wirklich in Sicherheit bin. Also müssen wir jetzt einfach mal einen auf Blitzgerät machen. Oh, oh. Gleich macht er die schöne Brücke kaputt. Schauen wir mal, ob wir auf die andere Seite kommen. Hallo. Ja, Leute. Dass ihr euch immer noch mit mir anlegen wollt. So. Gleich bin ich oben. Aber er auch. Oh, oh. Ja, du hältst dich leider am falschen Ding fest. Oh nein, wo bin ich denn jetzt gerade? Hallo? Okay, ich hab's irgendwie überlebt. Wie auch immer ich das gerade gemacht habe. Ja, ja. Ah ja, jetzt ist genau die gleiche Szene wie eben, bloß halt nochmal so ein bisschen aus der anderen Sichtweise. Au. Ich tot? Nee. Oh Gott. Ich dachte schon, ich bin jetzt tot. So, Gorok macht wieder ein bisschen Dampf. Gorok macht Dampf. Au. Was ist denn das? Die kommen hier und werfen einfach ihre Soldaten aus dem Flieger. Mr. Gorok. Schauen wir doch mal, ob wir dich erledigen können. Irgendwie macht das gerade nicht so richtig Schaden. Muss ich meine Machtkraft laden lassen. Oh, ja, jetzt geht's rund. Genau, jetzt lauf, lauf, lauf. Jetzt kann ich dann nämlich durch. Sehr gut. Dann gehen wir hier gleich wieder hoch. Dann kann Gorok da sich nämlich gleich wieder festhalten. Und wir machen ihm einfach sein Patschehändchen Schrott. Ja, irgendwo muss sich Gorok festhalten. Genau. Und wir nutzen die Zeit einfach, um jetzt hier so ein bisschen Stress zu machen. Gorok. Nein, 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 nein. Au. Ja. Wo hältst du dich jetzt fest? Wie komme ich jetzt hier weg? Ist die größere Frage. Okay, jetzt muss ich hier mich ein bisschen beeilen. Das ganze Ding bricht gleich zusammen. Oh. Gorok macht da unten ordentlich Stress. Klar, der hat Schmerzen, der komische Typ. So. Oh.
das so eine gute Idee war, die fliegende Stadt irgendwie kaputt zu machen. Hallo. Hi, Baron. Ah ja, Kota ist auch da. Ja, ich würde sagen, viel Spaß mit dem Gorok. Nom, nom, nom. Ein kleiner Snack zwischendurch. Nee, den Kota kriegst du nicht. Ach, Kota.